Very simple. Was geht ab, liebe Leute? Ich bin in Hamburg angekommen, bin jetzt mit BlaBlaCar 5 Stunden hierher gefahren. Meine Couchsurfing-Mädel Tussi da, die hat immer noch nicht geantwortet. Deswegen muss ich, wie es aussieht, mir heute ein Hostel hier raussuchen. Deswegen laufe ich dann jetzt gleich 40 Minuten nach St. Pauli. Und dann schaue ich einfach mal, was heute noch so ansteht. Bis dann. Ich bin jetzt 40 Minuten bis zur Reeperbahn gelaufen. Und Ami gefällt mir da gerade nicht so, also von Hostels her. Und deswegen laufe ich jetzt nochmal 20 Minuten. Dann bin ich ein bisschen weiter oben. Zahle ich zwar vielleicht 1-2 Euro mehr. Aber ich habe ein schöneres Hostel und ist auch besser bewertet. Deswegen wieder laufen und laufen und laufen. Was geht ab, liebe Leute? Heute ist wunderschönes Wetter, keine Wolke am Himmel. Ich gehe jetzt einkaufen, brauche was zu essen für die nächsten Tage. Und morgen treffe ich mich mit der Simone, einer alten Arbeitskollegin. Dann gehen wir Tretboot fahren oder so Stand-Paddling oder so ein Scheiß. Und ich glaube, es wird richtig witzig. Heute entdecke ich mal die Stadt. Aber erstmal Essen kaufen und dann zeige ich euch mehr von Hamburg. Viel Spaß! Tied the ends of the guitar string, the clavis used for Latin American rhythm. And then he approached his victims from the rear, looped the wire over their heads, and how terrible! Very clever. As we jazz lovers say, this was seen as murder. Puh, fuck, ist das heiß hier. Wer hätte das von Hamburg gedacht? Ich kriege das Englisch nicht mehr aus meinem Kopf. Ich habe jetzt gerade eben schon wieder den Salat auf Englisch bestellt. Das ist so, irgendwie muss mein Hirn wieder umswitchen. Und in meinem Hostel sind auch wieder, also zumindest in meinem Zimmer, ein Amerikaner und zwei Engländer. Also rede ich da auch wieder die ganze Zeit nur Englisch. Und ich muss wirklich sagen, also Köln gefällt mir irgendwie besser. Ich glaube, das darf ich ja nicht laut sagen. Ich bin noch ein paar Tage hier. Von daher, ich kann noch ein bisschen rumschauen, dann auf jeden Fall mit Simone hier noch ein bisschen rumheizen. Mal schauen, vielleicht gefällt es mir noch besser. Moin, moin, liebe Leute. Ja, ich sehe mich gerade auf dem Kopf. Mega verschickt. Egal. Ich laufe jetzt zur Simone. Da tue ich mein Gepäck ablegen. Und dann gehen wir Stand-Paddling machen wahrscheinlich. Und es ist immer noch richtig geiles Wetter. Und dann sehen wir uns später. Sag hallo. Hallo. Hallo, das ist die Simone. Hallo, Simone. Also, was machen wir heute? Wir machen Stand-Up-Paddling und auf der Alster noch die letzten Tage Sommer in Hamburg genießen. Und mal schauen, ob der Markus ins Wasser fällt oder nicht. Ich schuck dich auch ins Wasser. Ich habe letztes Mal fast einen Unfall gebaut. Und da ist so ein Dampfer entgegengekommen. Und ich so Panik bekommen, scheiße, was soll ich hin? Und dann ist mir noch ein Boot, also so ein kleines Boot entgegengekommen. Und ich so, Hilfe. Ich werde sterben. Okay. Wir tun jetzt frühstücken gemütlich und dann geht's los. Tschüss. So, schaut mal, wir haben uns jetzt die Räder geschnappt. Jetzt habe ich gerade nach unten gefilmt. Schaut euch mal das Fahrrad an, richtig stylisch. Mega. Hat ihre Mama gemacht. Jetzt fahren wir zur Alster. Alster? Zur Alster. Zur Alster. Und dann nehme ich die GoPro mit. Und dann seht ihr das jetzt. Wow. Eyes are getting weary, my neck is getting tight. I'm sitting here in traffic on a Queensboro Bridge tonight. I don't care, 'cause all I wanna do is catch my ticket and drive right home to you. Driving home to you.
Hallo. Achso, also Markus. Du tust nett deine Brust filmen. Das wollte ich nicht, aber das. So. Jetzt macht es auch alles viel mehr Sinn. Also ich bin YouTube-Profi, wie ihr schon seht. Markus, wie hat es dir heute gefallen? Sehr, sehr schön. Es hat mega Spaß gemacht, auf jeden Fall. Wie hat es dir gefallen? Ich fand es auch cool. Also ich fand es war okay. Es war okay, ja, komm. Nee, hat voll Bock gemacht. Wir waren ja beim Stand-Up-Paddling. Wie ihr im Video gleich sehen werdet. Nee, das haben die schon gesehen. Achso. Das ist ja schon das Schlussplädoyer. Achso, also wie ihr gesehen habt, war es cool. Markus ist aus Versehen ins Wasser geflogen und darauf. Aus Versehen natürlich. Haben wir es nachgemacht. Das heißt, Markus hat das erste Mal in der Alster gebadet. Ja, sogar vor euch, oder? Ja, genau, ja. Aber wir haben es danach gemacht. Ja. Ja, jetzt geht Markus dann gleich wieder. Ja. Achso, muss ich eigentlich da reingucken? Ja, da musst du reingucken. Können wir das doch mal machen? Nee. Es kommt alles rein. Nein. Ja, wir verabschieden uns jetzt gleich nochmal. Ja, genau. Und dann geht's weiter für mich. Und das Leben hier in Hamburg ist immer so. Es scheint immer die Sonne, es ist immer schönes Wetter, man hat immer frei, man kann immer das Wetter genießen. Auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall hier hochzukommen. Okay. Alles klar, dann tschüss. Auf Wiedersehen. Moin Moin! Ratet mal, wo ich bin und wen ich mich wieder getroffen hab. Was geht, Bitches? der Felix ist wieder da. Wir sind jetzt gerade mit Felix, seinem Vater. Und haben gestern Abend noch ein bisschen was getrunken, haben gegrillt, mal wieder gegrillt, richtig geil. Und er tut seine Mutti morgen. Ja, morgen überraschen zum Geburtstag, weil sie hat noch gar keinen Plan, dass er da ist. Richtig cool. Und was machen wir heute? Elbe. Elbe, wir gehen zur Elbe. Und es ist immer noch schönes Wetter. Also, bis später. Tied the ends of the guitar string to the clavis used for Latin American rhythm. And then he approached his victims from the rear, looped the wire over their heads and... Ooh, how terrible. Very clever. As we jazz lovers say, this routine is murder. So, guten Abend. Wir fahren jetzt. Oh, das war so klar, GEMA-Musik. So, willst du erklären, was wir jetzt machen? Nee, mach du mal. Ja, siehste. Wir gehen jetzt Felix' Mama überraschen, weil die hat morgen Geburtstag. Sie denkt, dass du am Sonntag kommst, also übermorgen. Montag. Und weil ich habe Felix die Flugdaten in Photoshop geändert. Und die sind alle der festen Überzeugung, dass er erst am Montag kommt. Und jetzt gibt es ein schönes Überraschungsfestchen da, ne? Ja, könnte gut werden. Könnte gut werden, ja. Und ob ich das reinschneide, keine Ahnung, aber ich werde es auf jeden Fall filmen, wenn nicht nur für die Family. Und dann sieht ihr das jetzt oder nicht. Tschüss. Okay, wir sitzen jetzt hier im Restaurant und die Kellnerin, die rennt jetzt da gerade rüber ins andere, in die Bar, genau. Da sitzen halt auch alle und da haben wir jetzt den Stein gegeben. Habt ihr das mit dem Stein schon erwähnt? Nee. Ja, auf jeden Fall, Felix, seine Mami hat ihm so einen Stein gegeben, kurz bevor er losgeflogen ist. Und da machen wir jetzt... 5 kurze. Und wenn die halt ankommen, sind sowieso 2 zu viel. Und dass der Kellner halt diesen Stein mit auf den Tisch drauflegt. Und dann versuchen wir irgendwie uns zu verstecken, wenn das so filmen, einfach nur ihre Reaktion zu sehen. Das könnte gut werden in meiner Vorstellung. Das könnte richtig gut werden. So, wir sind jetzt an die Nordsee gefahren. Hat die Überraschung geklappt? Es war perfekt. Grandios, tränenreich und ärgerlich. Aber nachher letzten Endes, alles war gut. Schön, dass auch Markus mit dabei ist. Ja. Hat was gefunden. Und dann darf ich tatsächlich ein bisschen. Dankeschön. Die zeigen mir jetzt hier ein bisschen die Nordsee. War ich auch noch nie. Und es ist windig und kalt. Das ist nicht so ganz cool, ne? Und jetzt sind da schöne Bilder. There loops the wire over their headstand. How terrible, very clever. As we jazz lovers say, this routine is murder. Oh,
So, jetzt sitze ich wieder im Zug, habe mich jetzt gerade von allen verabschiedet. So eine liebe Familie, haben mich mega nett begrüßt, habe da ein paar Tage gewohnt, haben mir alles gezeigt, war in der Nordsee, ich habe alles gesehen dort, richtig, richtig lieb. Danke für alles nochmal und jetzt, wie gesagt, sitze ich im Zug, fahre jetzt zu meinem Bus und dann geht's Richtung Polen und ich hoffe, ich habe da Internet, wenn nicht, kommen keine Videos. Also, dann sieht man sich in Polen. Tschüss.